Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Und ich bin immer noch nicht alleine, sondern der Jo ist noch mal mit dabei. Ich bin immer noch hier. Hallo. Hallo. Und ja, wir stehen hier vor der Hütte. Und ihr seht noch, in der letzten Folge haben wir hier einmal richtig viele Erfahrungspunkte abgesahnt. Und Achievements und was weiß ich alles. Weil wir eine Druidenfreundin dabei hatten, die vermitteln konnte zwischen dem Zwist, in dem Zwist. Und jetzt gucken wir mal, was hier in der Hütte zu finden ist. Die versuchen wieder alle gleichzeitig reinzugehen. Man kennt es aus Zügen, Fahrstühlen. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Drehtüren. So. Was ist das hier für eine Hütte? Wir haben hier eine Truhe. Und sonst ist niemand hier. Hm. Sie ist verschlossen. Ich fühle mich so sehnsüchtig. Mit Vergnügen. Ach du Scheiße. Diese Frau, ne? Oh wow, okay, was haben wir denn da alles Schönes in der Truhe? Hatte sie einen Dietrich, den sie in das Loch stecken konnte. Was benötigt und dann ging die Truhe auf. Raus damit, verstanden. Da waren tolle Sachen drin, ja? Ihr bekommt es. Hallo, so. Genau, wir haben nämlich eine Regenbogen-Obsidian-Halskette. Die sieht verdammt wertvoll aus. Klingt auch fancy. Ja, Heilungselixier. Regenbogen-Obsidian, das ist spannend. Wer will noch mal? No, dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. So. Was bedeutet, macht euch um mich keine Sorgen. Ich meine, Obsidian ist doch eigentlich Vulkanglas, ne? Mhm. Genau. Beziehungsweise, ja. Sind so schwarz eigentlich. Und dann Regenbogen. Okay, cool. Und bricht sich das Licht und dann schimmert das so oder so. Cool. Ja. Sieht bestimmt ganz toll aus. Aha. So, jetzt waren wir hier in der Hütte und ich habe keine Ahnung, wem sie gehört. Die sieht auch von außen ganz schön groß aus. Von innen ist sie sehr klein. Stimmt. Das ist voll der Stall eigentlich. Ja. Aber wir haben ganz viel Zeug gefunden. So, und ich höre ja einen Fluss oder so. Hier geht es über eine Brücke. Ne, warten ab, der Typ will Wegezoll. Das wäre von der Brücke so typisch. Ja, vielleicht ist er ja auch lieb. Aber den kannst du widersprechen. Okay. Hey, Reisende, wartet einen Moment. Entschuldigt, wenn ich euch erschreckt habe, aber ich nähere mich Fremden immer sehr vorsichtig. Ich heiße Koran und bin Jäger und Bogenschütze. Ist jemand von euch daran interessiert, etwas Geld zu verdienen? Wenn ja, dann könnte ich euch dabei behilflich sein. Ist das vielleicht ein Begleiter? Ich weiß nicht. Erzählt uns mehr. Ich sehe schon, ihr seid nicht auf den Kopf gefallen und ihr wisst eine gute Gelegenheit zu erkennen. Es geht um Folgendes. Der Bürgermeister von Beregost hat mich beauftragt, einen großen geflügelten Drachen zur Strecke zu bringen, der seit einiger Zeit die Karawanenrouten heimsucht. 2000 Goldmünzen sind auf seinen Kopf ausgesetzt. Aber kein Grund, gleich kalte Füße zu kriegen. In den wenigen Schilderungen des Untiers ist immer von einem tödlichen Stachelschwanz die Rede. Soweit ich weiß, haben aber Drachenschwänze niemals Stacheln. So etwas gibt es ausschließlich bei Lindwürmern. Wir müssen also lediglich das Nest dieses Lindwurms finden und ihn töten. Sofern er nicht gerade ein paar Freunde zum Kaffeeklatsch bei sich hat, sollte das kein Problem sein. Wie lautet eure Entscheidung? Ja oder nein? Oh, wow, ein Drachen töten. Ha. Lindwurm. Ist nur ein Lindwurm. Hat keine Stacheln am Schwanz. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt klar sagen, dann müssen wir mit ihm zusammen dahin. Geht wahrscheinlich direkt los, ne? Okay. Boah, keine Ahnung. Ausgezeichnet. Dann lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Halali, auf zur großen Lindwurmjagd. Halali. Tetrete. Huch. Ach, den müssen wir mitnehmen, okay. Und irgendjemanden da lassen. Ich glaube, deine... Aber Safana können wir jetzt nicht einfach da lassen, die hat so viel Zeug. Ach so. Das müssen wir irgendwie alles noch regeln. Aber soweit ich das sehe, hat sie auf jeden Fall am wenigsten Leben von allen. Mhm. Nee, mit 24. Nee. Okay, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir ihn hier stehen lassen können und ihn dann mitnehmen können, wenn wir die Quest machen wollen. Mhm. Warte mal, wir machen das aber mal so. Safana entfernen wir jetzt mal kurz. Sie wird sich jetzt beschweren. Ja, mein Schatz.
Kann ich nicht wenigstens noch ein bisschen länger bei euch bleiben? Unsere gemeinsame Zeit war so angenehm. Nun gut, vielleicht werden wir uns wieder treffen. So, sie bleibt hier, glaube ich, stehen. Das ist gut. Wir haben eine Quest bekommen. Koran, der Lindwurmjäger. Ich habe zugestimmt, einen Elf namens Koran auf der Jagd nach einem Lindwurm zu begleiten. Auf den Kopf der Bestie ist eine hohe Belohnung ausgesetzt, die beim Lathander-Tempel gleich östlich von Beregost abgeholt werden kann. So, er ist ein Begleiter, also ihn können wir einfach mitnehmen und er hat diese Quest quasi. Mhm. Wir gucken ihn uns mal gerade an. Er sieht sehr spannend aus. Mhm. Er ist ein Kämpfer und Dieb, also eine Mischung aus Kämpfer und Dieb. Mhm. Stufe 3, hat aber auch schon einen Stufenaufstieg. Ich hätte bei dem Face und diesem etwas wirren Ding gar nicht gedacht, dass er jetzt tatsächlich in seiner Gesinnung in die gute Richtung geht. Also er ist chaotisch gut, habe ich gerade schon gesehen. Das chaotisch passt auf jeden Fall. Oh, aber ja. Ich hätte jetzt eher chaotisch neutral oder vielleicht sogar chaotisch böse vermutet. Aber okay, gut. Ich finde es gerade super, dass er schon Schlösser öffnen so hoch hat. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn mitnehmen. Mhm. Safanas Quest haben wir nämlich schon fertig. Mhm. Das heißt, wir könnten Safana hier parken und könnten ihn dann dafür mitnehmen. Dafür müssten wir aber Safana noch ihre Sachen wieder wegnehmen. Die Sachen, ja. Weil er ist verdammt gut in den Dingen, in denen Safana auch gut ist. Ich denke, man kann ihm auch gut einen Bogen in die Hand drücken. Er hat Langschwert und Langbogen auf 3. Boah. Der ist richtig gut, der Junge. Ja, super. Und ich habe ein Herz für Jäger. Ja. Die Biografie würde mich natürlich genau, interessieren. Genau, die lesen wir jetzt mal. Als ihr Koran nach seiner Vergangenheit fragt, erfahrt ihr, dass er aus dem Tithia-Wald stammt. Obwohl er gerne an die Heimat zurückdenkt, hat er dennoch das Gefühl, dass das ruhige Leben dort auf Dauer nichts für ihn wäre. Deshalb zog er in der Hoffnung, Reichtum, Macht und Respekt zu erlangen, nach Baldurs Tor. Da er so gut wie mittellos war, verlegte er sich aufs Stehlen. Als Opfer suchte er sich jedoch nur diejenigen aus, denen er seiner Meinung nach nicht wehtat. Er schwor, sein Diebesdasein an den Nagel zu hängen, sobald er genug Vermögen hätte, um sein eigenes Geschäft zu gründen. Leider fand Koran jedoch bald Gefallen an seinem neuen, aufregenden Leben, bei dem ein knappes Entkommen, gefährliche Einbrüche oder schöne Frauen auf der Tagesordnung stehen. Gelegentlich musste er für eine Weile die Stadt verlassen und in die Wildnis verschwinden, bis sich die Aufregung gelegt hatte und sein Name nicht mehr in aller Munde war. Das letzte Mal musste er offensichtlich untertauchen, weil er ein Verhältnis mit der Magierin Brilbara hatte. Mit verlegener Miene gibt er zu, bei dem Versuch, ein weibliches Mitglied der Ritter des Einhorns zu verführen, auf frischer Tat ertappt worden zu sein. Daraufhin musste er dem Zorn eines rasend eifersüchtigen Zauberers entfliehen. Krass, was für komplexe Geschichten schon da um die einzelnen Charaktere erzählt werden. Ja, und es gibt unfassbar viele Begleiter. Cool. Also, das ist, genau, ich mag ihn sehr, er ist chaotisch gut, ich finde, er passt sehr gut in unsere Gruppe. Er ist ein Elf. Mhm. Finde ich super. Und er hat eine interessante Quest mit dem Lindwurm. Deswegen würde ich den gerne mitnehmen. Außerdem säuselt er dir nicht die ganze oh mein Zeit Gott. So sinnlich ins ja. Ohr. Was ist dir Gebot? Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Guck mal, er klingt viel angenehmer. Ich mag ihn. Mhm. So, jetzt müssen er wir... Er hat auch sehr viel mehr Leben. Ja, stimmt. Er tue ich alles. So, jetzt nehmen wir sie mal kurz nochmal mit, schmeißen ihn wieder raus. Er bleibt ja hoffentlich auch hier stehen, ne? Oder nichts. Ach ja, sogar die schönsten Dinge nehmen irgendwann ein Ende. Ich habe eure Gesellschaft sehr genossen, vielleicht treffen wir uns ja mal wieder. Er bleibt hier stehen, genau so. Safana. Ich fühle mich so sinnlich. Hatte hier diesen Flüstern der Stille Umhang bekommen, den nehmen wir ihr jetzt kurz mal ab und alles andere auch. Genau, dann kann er ja zum Beispiel den Umhang direkt bekommen. Genau. Boah, so viele verschiedene Pfeilarten. Ja, die kann man auch alle, tatsächlich kann man die alle, wie heißt es, identifizieren, aber das habe ich nie gemacht, weil ich mir so dachte. Ach so, die sind alle noch. Und der Bogen? Was bin Müsste ich? Der nicht auch noch oder hat er schon einen oder...
Ach so, ja. Also Safana hat jetzt ihren Bogen nämlich gerade noch behalten. Da. Das ist halt ein Kurzbogen. Er bräuchte einen Langbogen. Ach so, das ist der Grund. Ich hoffe, er hat einen. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt. Na gut, wir nehmen ihr den trotzdem vorsichtshalber mal ab. Sie wird ja wohl nicht in der Wildnis sterben, wenn wir sie aller Waffen berauben, oder? Nee, nee. Gut. Sie bleibt hier einfach stehen. Wir müssen uns nur merken, wo wir sie abgestellt haben. Das ist sehr wichtig. Oha, okay. Mir scheint, unsere Wege haben sich wieder gekreuzt. Sollen wir wieder Partner werden und zusammenreisen? Yep. Ihr wurdet vermisst, genau. Ah, mit alten Freunden erneut Freundschaft zu schließen. Das ist durch nichts zu übertreffen. So, dann tschüss, Safana. Viel Spaß. Und... Ich tue ich alles. Ja, ja, so. Er hat zum Glück... Einen langen Bogen, sehr yes. Gut. Ja, nice. Sehr gut. So, dann kriegt er... Pfeile. Und den Umhang. Und genau. Und was weiß ich nicht alles. Die Schüchen. So, dann... Super, dann haben wir das einfach direkt on the fly ausgetauscht. Mit Safana war ich eh nicht so zufrieden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dir jemand in die Kommentare schreiben wird, dass er oder sie Safana jetzt vielleicht ganz doll vermisst. Oh ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Halte ich tatsächlich für etwas unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich. So, speichern, nicht vergessen. Und wir dürfen seine Quest auch nicht vergessen, weil er irgendwann nämlich sagen wird, hey, wir wollten doch das machen, warum machen wir das nicht? Und dann geht er wieder, also deswegen... Und so hattest du jetzt auch einen der anderen Begleiter verloren, der dann irgendwann ange... Kiban, genau. Also wir müssen auf jeden Fall in Erinnerung behalten, dass... Ja, jetzt habe ich aber vergessen, wo das nochmal, wo man den findet, den Lindwurm. Macht euch um mich keine Sorgen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Gut, spätestens wenn du es dann machen willst, einfach vorher nochmal diese Folge angucken und nochmal lesen, was er gesagt hat. Das ist das Praktische an Let's Plays. Man kann den alten Content nochmal nachholen und nachgucken. Ja, das stimmt. So, super. Wir haben ganz viel Gold und eine Heilskette. So. Und weiter geht's. Gut, hier haben wir nichts mehr. Dann sind wir jetzt nicht wirklich fündig geworden hier im Mantelwald. Das ist ja auch spannend. Eigentlich sollten wir hier doch was finden. Eine Mine. Diese Hütte, in der du warst, die von außen so groß war und von innen so klein, die hat jetzt aber nicht irgendwie vielleicht noch irgendwie so eine versteckte Luke, so einen Zugang in die Mine oder sowas. Möglich ist es. Möglich ist es. Ich meine, hier oben in der Ecke wird das ja wohl nicht sein, oder? Da mittig war gerade irgendwie so ein dickes Symbol. War das so ein Questmarker? Das ist die Hütte. Quasi. Genau, aber also da, Hütte. Ach so, okay, gut. Das ist einfach nur, das zeigt einfach nur, dass da was ist. Okay, genau. Gut. Also die Mine ist dann vielleicht doch woanders. Okay. Ja, aber ich mir kommen langsam Zweifel, dass dem so ist. Ich glaube, du hattest es auch schon mal erwähnt. Braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Aber gerade nachdem wir auch diesen ganzen, dieses sinnliche Gestöhne von Sala Dingsbums hatten, komme ich nicht umhin, diese Formationsform da. Die Penisform. Genau. Ja, die habe ich in einer der letzten Folgen auch schon mal erwähnt. Super. Okay, ich lese gerade noch mal.
Eine Eisenmine, aber... Tief im Wald verborgen, okay. Ja, dann gucken wir vielleicht doch nochmal in die Hütte. Vielleicht. Hier ist nur die Truhe gewesen. Okay. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Also interagierbare Objekte kannst du dir ja quasi markieren. Mit, okay. Die kann ich mit Tab anzeigen okay. lassen. Okay, ja. Also das heißt, dann ist da auch nichts, okay. Nee. Ja, war auch nur so ein Gedanke, ne? Macht euch um mich keine Sorgen. Also eigentlich... Wir sind hier vielleicht noch in der Ecke da. Was liegt da eigentlich links von der Hütte? Was ist das da? Dieses silberfarbene Spiral-Dings? Ist das so ein Bohr-Ding? Ne, direkt an der Hütte, das da. Oder sind das nur ein paar Steine? Was ist das eigentlich? Das da, genau. Keine Ahnung. Okay. Steine wahrscheinlich. Steine, okay, gut. Ich hätte gedacht, vielleicht ist das so eine Art Bohrkopf oder sowas, der in der Mine gebraucht wird. Obwohl wir, glaube ich, hier in Zeiten sind, in denen sie noch mit Spitzhacken in den Fels gehauen das haben. Das glaube ich auch, ja. Dachte, das wäre vielleicht so ein Hinweis auf die Mine gewesen. Ja, nee, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Tief im Wald verborgen. Im Mantelwald. Und das ja. Gebiet heißt Mantelwald. Ja, okay. Aber was wir natürlich mal versuchen können, ist zu gucken, ob wir hier am Rande der Karte noch irgendwo anders hingehen können. Mhm. Ja, guck mal. Mhm. Okay, das... Oh. Das erklärt natürlich so einiges. Was sind das für welche? Waldschrate. Oh, ich glaube, die sind nicht ganz so. Das ist das nicht Leben, gut. Was für ein Glück, eine Frau was zu sein. Was benötigt ihr? Was? Was für ein... Was hat er gerade gesagt, was für ein Glück, eine Frau zu sein? Ja. Okay. Aber damit meinte er jetzt... Meinte er sich selbst oder meinte er dich? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir gerade ziemlich fies verprügelt werden. Hm. Wir sind halt eingesponnen und wir können nichts machen. Wir werden gerade komplett zerlegt. Das ist aber auch mies. Da klickst du dich einfach nur ins nächste Gebiet rein und wirst instant gekillt. Yep. Wow. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wow. Wow. Ja, yep, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Genau, wir haben hier direkt davor gespeichert. Dann. Macht euch um mich keine Sorgen. Gucken wir nochmal. Okay, jetzt wurden wir nicht aufgehalten. Aber es. Oh Gott, Waldschrate sind auf jeden Fall fies. T-Bär. Die Nachbarn randalieren da oben rum. Staubsaugen wahrscheinlich oder so. Er heißt mit Nachnamen Septim, ich weiß es. Ja, wahrscheinlich. Willst du ihn widersprechen? Ja, aber gerne. Okay. Entschuldigung, bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Oh, er ist so ein bisschen ängstlich. Hallo, Reisende. Ich heiße Tiber. Könnte ich euch mal sprechen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir zuhören, wenn ihr mir nur helfen würdet. Okay. Was ist denn euer Problem, Fremder? Danke, vielen Dank. Es geht um meinen Bruder. Er und ich sind in den Mantelwald gegangen, um ihn von der Spinnenkolonie zu befreien, die eine echte Plage ist. Ich weiß ja, dass es sich dumm anhört, aber mein Bruder hatte das Schwert Spinnenfluch gefunden. Das Schwert ist geschmiedet worden, um Spinnen zu töten. Und wir dachten, dass wir damit bestimmt berühmt werden. Die Helden des Mantelwalds oder so. Aber mein Bruder ist noch nicht zurückgekehrt und es ist schon über eine Woche her. Ach du Scheiße. Bitte könntet ihr den Wald gehen und ihn für mich suchen? Meine Mutter wäre untröstlich, wenn Shellac tot wäre. Nach einer Woche. Ja, aber wir stimmen mal zu. Ich finde das so geil, die Eins. Wir haben weder Zeit noch Lust. Ja. Wir finden euren Bruder für euch, keine Sorge. Oh, ich danke euch. Sucht bitte schnell, er heißt Shellac. Seid vorsichtig. Okay. Da haben wir eine Quest bekommen.
Spinnern im Mantelwald. Wir sagten einem jungen Mann namens Tiber zu, dass wir versuchen würden, seinen Bruder Chillak zu finden. Laut Tiber betrat sein Bruder den Mantelwald, um eine Spinnenplage zu beseitigen. Okay. Na, das wird ja was. Spinnen. Haben sie ja vorhin schon so lieb gewonnen mit ihrem Gift. Oder war das die letzte Folge? War es diese oder die letzte? Ich weiß es nicht. Oh nein, die haben uns schon wieder eingesponnen. Boah, ist das mies. Festgehalten. Au. Was kann man da machen? Nichts. Nur warten. Boah. Also es gibt zwei, die nicht eingesponnen sind. Die können halt was machen, aber... Ja. Ansonsten ist da nicht allzu viel los. Und wir wurden auch schon wieder vergiftet. Also, dass die Spinnen stunnen können, ist mies. Yep. Vor allen Dingen die Waldschrate eben konnten das ja offenbar irgendwie auch. Ich bin ganz so gut ich kann. Das ist gut, dass du ganz bist, so gut du kannst. Das, ja, ja. Es ist gut, ganz zu sein. Mhm. So, wir warten mal, bis der festgehaltene Zauber vorbei ist. Es gibt keine Fähigkeiten zum De-Stunnen und sowas. Doch, die gibt es bestimmt, aber ich müsste da mal im Zauberbuch kramen, ob wir sowas haben. Mhm. Also sowas in Richtung Cleansing oder so. Mhm, genau. Wobei nicht, dass sie das hier irgendwie macht. Nee, macht sie ja nicht, ne? Bist ja lieb. Dass du dich selber stunst. Ja. Ja, wenn man nicht aufpasst, dann benutzen die ihre Zauber automatisch. Und wenn man dann so einen Zauber im Zauberbuch hat, dann würde man sich theoretisch damit selber stunnen. Das ist ja bei D&D im Allgemeinen sehr komplex. Wir haben ja zu zweit auch schon ein bisschen, auch wenn das schon ja ewig her ist, aber Divinity 2. Mhm. Gespielt oder Original Sin 2 oder wie auch immer. Das war ja schon auch irre, wie man da diese ganzen Fertigkeiten eben anwenden und kombinieren konnte. Ja. Und ich habe es ja dann auch ein bisschen gesehen bei Pathfinder Wrath of the Righteous, ebenfalls D&D. Ja, ich red weiter. Ich habe gerade so einen Verdacht, dass das Koran ist. Das werde ich mal in die automatischen... Oh, das wäre ja. Gucken müssen. Ja, genau, guck mal kurz. Ja, wie auch immer, wie gesagt, ich habe ja jetzt, also Divinity 2 haben wir ja beide schon eine gute Zeit lang gespielt. Ich hatte ja, wie gesagt, in der letzten Folge erwähnt, oder in dieser hier, dass Drakensang das einzige klassische Rollenspiel ist, mit dem ich Berührungspunkte hatte. Das stimmt natürlich insofern nicht. Es ist das einzige klassische Rollenspiel, das ich halt durchgespielt habe, mehrfach. Ja. Wie gesagt, in Divinity 2 ja mit dir gemeinsam sehr viel reingeschnuppert und eben auch in Wrath of the Righteous dann alleine. Aber genau, und das wären ja auch gerade nochmal zwei aus dem D&D-Universum. Aber durchgespielt habe ich aus D&D noch gar nichts. Mhm. Oha, ich glaube, er macht, das ist das Falle-Stellen von ihm. Ich habe jetzt auf jeden Fall ausgeschaltet, dass er solche Fähigkeiten benutzt. Mhm. Aber das Falle stellen ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn er alles vollstellt damit und wir dann selber reinlaufen. Eieiei, okay. Nee. Kann man das nicht irgendwie gezielter einsetzen? Also wenn diese Fertigkeit eher ein Problem als eine Hilfe ist, dann fragt man sich ja, warum gibt's die? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es das ist, was er jetzt benutzt hatte. Da ist es auf jeden Fall gerade wieder. Ja, genau. Und erst seit er in der Gruppe ist. Und ich habe auch eben das Gefühl gehabt, dass das von ihm ausging. Aha. Okay. Was benötigt ihr? Verstanden. Na gut. Vielleicht müssen wir gleich nochmal laden. Es macht ja auch immer so ein Klickgeräusch. Ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, ich denke, wir laden jetzt gleich nochmal. Müssen wir eh, wenn der Hauptcharakter stirbt, sind wir nämlich tot.
Weil dann können wir das nämlich jetzt gerade noch einmal vorbereiten. Korrigieren. So, das war ja noch bevor wir jetzt in das neue Gebiet sind. Genau, dann gucken wir gerade einmal bei ihm. Skript, so. Fernkampfwaffen auf jeden Fall bevorzugen, Gegenstände benutzen, nein, besondere, das sind nämlich hier besondere Fertigkeiten. Und ich glaube, wenn wir das ausschalten, dann macht er das nicht mehr. Mal sehen, ob meine Vermutung stimmt. Okay. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Würde mich jetzt gerade interessieren, wie oft bist du in diesem Projekt jetzt schon gestorben, weißt du das? Nicht so oft, also, nee, schon wieder. Hat er das jetzt wieder gemacht? Ich bin verwirrt. Was ist Ihr Gebot? Also er kann Fallen stellen. Was passiert denn, wenn ich das mache? Also ich bin noch nicht so oft gestorben. Seit ich den Schwierigkeitsgrad runtergestellt habe, sowieso nicht mehr. Dann wird's ja mal wieder Zeit. Boah, die geben aber auch pro Gegner 650 Punkte. Gut, es ist jetzt sehr wahrscheinlich die letzte Folge, bevor du dann jetzt weg bist. Wenn wir das jetzt diese Folge nicht selber rausfinden, bin ich mir ganz sicher, dass es liebe Leute den Kommentaren geben wird, die dieses Mysterium auflösen können, wo da jetzt diese Netze die ganze Zeit herkommen, denen wir hängen bleiben. Das wäre super, ja. Ja. Vielleicht finden wir es ja auch noch raus, ne? Das kann ja sein. Also ich habe hier eigentlich jetzt alles deaktiviert. Es ist halt schade, dass man das nicht so... Was ist Ihr Gebot? Was passiert denn, wenn ich das mache? Genau. Nee, das sieht aber auch anders aus. Das sieht doch ganz anders aus. Das ist das nicht, okay. Aber ich dachte auch schon, das ist doch... Große Schönheit. Ihr habt geholfen? Oder ist es einer von den Umhängen oder so ein Quatsch? Ach so, dass die haben die... Okay, interessant. Ja. Dass das irgendwie ein Item ist, dass das dann auch mit euch... Ja, okay, ja. Nee, aber das hat ja damit nichts zu tun. Mm-mm. Okay, und der andere Umhang, den er hat? Nee. Mm-mm, okay. Was, hast du sonst noch irgendwas Verzaubertes? Oder in dem Fall Verfluchtes? Uff, ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Wie gesagt, die lieben Zuschauer und Baldur's Gate-Experten können das... Stab der Lähmung? Okay, was macht der? Gelähmt waren wir dahin hingehend ja schon. Ja, aber... Okay. Nee, okay, dann würde ich doch sagen, auch wenn das ein seltsames Ende ist, würde ich hier an der Stelle tatsächlich mal... die Folge beenden. Also wenn ihr wisst, was es mit diesem Festhalten auf sich hat, ich meine, vielleicht können das ja auch die Gegner, aber ja, das würde mich sehr wundern. Also, weil das waren jetzt sehr viele verschiedene Gegnerarten schon. Die Spinnen machen es, okay, da könnte ich mir jetzt denken, ja, okay. Die Waldschrate? Die Waldschrate eher seltsam, eigentlich, ne? Ja, also vielleicht kommt es ja wirklich von den Gegnern, dann alles gut. Ja, dann ist es so, dann müssen wir irgendwie schauen, wie wir damit umgehen. Aber es ist auch auffällig, dass es jetzt erst seit ein paar Minuten ist, seit wir den neuen dabei haben. Aber ja. Vielleicht ist es auch eine Eigenheit vom Mantelwald. Wir wissen es nicht. Es ist der Mantel, den er um dich legt. Ja, genau. Auf jeden Fall hat es mich wieder sehr gefreut. Es war wieder eine sehr gute Folge. Wir haben wieder interessante Begegnungen gehabt. Es hat auch Spaß gemacht, dabei zu sein. Ja, es war schön, dass du dabei warst und vorgelesen hast. Gerne. Und dann würde ich auch sagen, ihr Lieben, wie gesagt, das war jetzt erstmal die letzte Folge. Diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich doch, braucht sie ja, Hira.
genau, war es dann erstmal die letzte Folge, bis ich wieder daheim bin und wieder Zeit habe aufzunehmen. Aber dann geht es auf jeden Fall weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schreibt mir doch gerne mal, was es mit diesem Festhalten-Ding auf sich hat. Und hinterlasst mir auch gerne ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Liebe Kommentare. Und die Glocke drücken. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Macht's gut. Tschüss.